Willkommen zurück zu Dunkler Schatten. Wir sind hier unterwegs in Krenaks Turm. Ja, das ist eine wunderschöne Sightseeing-Tour auf der Eisinsel. Nebenbei gibt es noch die Höhle der Löwenmenschen und und Höhle von Dieben. Da sollte man als Tourist ganz schön auf seinen Geldbeutel achten. So. Einmal heilen. Wir übertreiben es gerne, weil wir jetzt so viele Imperium-Items haben. Schauen uns wie immer um. Das sind meine Lieblingsgegner ab jetzt. Die Brautkumper-Killer-Kartoffel. Ja. Gott sei Dank sind die empfindlich gegen Wasser. Und wir spulzen die jetzt. Man sollte. Ach komm, jetzt ist es unnötig. Juhu. Ich glaube, der erste Double-Crit von Amariel. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge ist nichts allzu Außergewöhnliches passiert, außer dass wir die Chimäre besiegt haben und einen MP-Halbierungsring bekommen hatten. Das ist schon mal was richtig Schönes. Eine Truhe! Da, lass mich durch, du Joker-Schleim. So, Auto-Attack. Washer. Und ein Auto-Attack. Oh, Amaria, du machst mich stolz. Dammit. Ein bisschen Wasser für dich und greifst da an und hier und jenes und da überall. So, jetzt noch die Joker-Schleime wegmachen. Wow, der hält ja doch noch einiges aus. Ist ausgeglichen. Ich will an die Truhe. Geh weg da, Sabbermonster. Tonic. Ein Abwehrapfel. Mhm. Erhöht die Abwehrkraft um 5. So, und dann wieder zurück. Da geht es nochmal höher. Und falls wir jetzt hochgehen und da der Boss steht, gehen wir gerade wieder runter. Ach, weich doch nicht der ganze Zeit aus. Wasser ist gut für dich. Obwohl, du bist Schleim, ist vielleicht doch nicht so gut, aber... auf auszuweichen. Gut so, Mario. Immer brav ausweichen. Lauf, Alex. Lauf. Schön. So ist fein. Ah, dammit. Zack, 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 zack. Ein bisschen Dunkelkäfer. Schnitzel. Das Glitzern da eigentlich was von Zähnen umrahmt ist, sollen das die Augen sein? Muss doch beim Essen irgendwie ein bisschen scheiße sein. Truhe! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Oh, Schleim, 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 Schleim. Wir werden den Schleim jetzt braten. Wir werden den Schleim jetzt braten. Oh Mist, Feuer war doch nicht effektiv. Stimmt, Wasser war effektiv. Egal. Nummer 1 und Nummer 2. Yay. Und Wasser. Gar nicht gebraucht. Auch gut. Level up. Oh, wieder ein Talisman. Ja, dann kriegst du den diesmal. Schön nützliche Items. Zack, zack, zack. Und Wasser für den Schleim. Und ach, den Schleim. Du schaffst das schon. So.
Oh nein, sie haben ihn gestunt. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Hätten sie erst am Mario gestunt? Mann, das wäre nervig geworden. Ach, weich schnell aus. Erst gucken, wer? Angel, ne? Na. Komm schon, du kannst dich gleich wieder bewegen, Alex. Alex, ich befehle es dir. Bewege dich. Okay. Das ist, close enough. Kinderkartoffeln! Nein, wir übertreiben nicht. Nein. Erde 2. Wow, das kostet gerade mal 2. Ah nein. Erde 2. Erde 2, 7. Testen wir es mal. Wobei ich denke, Wasser ist immer noch stärker. Ja, definitiv. So, Wasser. Nummer 1, Nummer 2. Ach komm. Machen wir einfach so. Alles kein Problem. Zack. Und jetzt einmal entgiften. Oh, Angel, du bist klasse. Yay. Nein. Auf auszuweichen. Deine Augen sind in deinem Mund, also bitte. So. Level up. Oh, eine Holztür. Amariel, ich wähle dich. Mörderkrumpern. Kartoffelschälen wird nie wieder dasselbe sein. Und du gehst kaputt, du bist schon gekocht. Eine Stahlrüstung. Ui. Naja, immerhin haben wir eine Stahlrüstung bekommen. Grinseschleim. Ja. Yay. Oh mein Gott, ein Schaden. Ganz ehrlich, ist das alles? Hatte ich nicht irgendwann gesagt, dass mein Gegner nicht verspotten soll, weil es das Spiel zurückzahlen wird? Hm. Who cares? Wir leben gefährlich. Wo ist die Mama? Ich will mich heilen. So. Dann mal weiter hoch, ja. Da reichen normale Angriffe. Yay, ich liebe Kritz. Eine rote Truhe. Aha. Da brauchen wir bestimmt irgendwas Besonderes nachher. Falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche aller Knister, also nicht Knistern, sondern Grappel hört, das sind wieder mal meine Haustiere, die ihren Käfig auseinandernehmen. Haben halt Auslauf und krabbeln jetzt überall rum.
sind irre. Die sind einfach irre. Diese Kiste ist verschlossen. Doch sie hat kein Schloss. Dafür ist auf die Kiste eine leuchtende Rune eingeritzt. Tja, wir haben keine Ahnung, wie wir die Kiste aufbekommen sollen. Aha. Aha. Ich schätze, das war der Schalter für eine Gittertür. Wie kommst du denn darauf? Ach, das habe ich so ein Gefühl. Okay. Okay. Eine rote Truhe. Das müssen wir uns mal merken. Ja, wir machen alles mit Angriffen. Komm schon. Tja, Nummer 1 Kartoffel. Und Nummer 2 Kartoffel. So, jetzt gehen wir wieder den ganzen langen Weg runter. Und dann geht es wahrscheinlich zum Boss weiter. Und da war scheinbar eine verschlossene Tür. So. Schwuppdiwupp. Kommt schon ohne Kampf. Yay! Nein! So, einmal mit Wasser bespritzen. Obwohl, ich glaube, ich gehe einmal kurz zur Mutterspeicherung. Ich meine, wir sind ja jetzt eh wieder auf im Erdgeschoss. Ah, scheiß Leben. Verreck endlich. Yay! Ich gehe ja eh speichern, also. Zack. Auch gut. Und jetzt weg mit dir. So. Ach ne, da müsste ich ja wieder ganz da. Na, keine Lust. Keine Lust. Erfrischen. Zack. Bitte. Zack. Da ist eine Truhe, das ist schön. Die gehen wir uns auch gleich holen. So. Auf den grinsenden Schleim, mein getreues Gespann. Ich hätte jetzt fast Getier gesagt, weil meine Haustiere am Rad drehen, aber das wäre eine Beleidigung. Ganz dreist angestarrt. Na los, weg mit dir, Schleim. So, letzte Runde. Oh, wunderbar. Level up. Ach ja, wieder Killerkartoffeln. Gift. Gut, dass wir so viel unnützes Gegengift haben. Werden wir nie im Leben brauchen. Vor allem, weil wir eine Entgiftungszauberin dabei haben. Entgiftungszauberin, aka Heilerin. Aber Heilerin ist zu Mainstream, deswegen nennen wir es ab jetzt Entgiftungszauberin. Giftentfernungstool. Aka Angel. Oh nein, sie ist zu, Amariel, mach's kaputt! Was ein Beschiss! Mann, ich bin so itemgeil. Jetzt ist noch was in der in meinen Drohe drin. Mann, ey. Hab ich mich schon gefreut. So. Weg mit dir, Killer-Krumper. Naja, zauber dein Gift, mir soll's egal sein. Und weg mit dir. Ja. Gut gemacht.
So, was steht hier? Da steht: Fürchte dein Innerstes, das Ende deiner Seele ist nah. Komm zu mir und werde wie alle anderen. Was soll das denn bedeuten? Wahrscheinlich will Krenak uns damit Angst machen. Tja, das hat wohl nicht geklappt. So, und hier, wo Krenak uns Angst machen will, werde ich auch den Part pausieren. Ich habe nämlich ganz, ganz, ganz viel Angst jetzt. Also, macht's gut, schönen Tag noch. Ciao.